Eine letzte Frage, dann habe ich es. Ja. Namen von Personen? Also dürft ihr habt ihr zum Beispiel gesagt, griechischer Wein, nein, aber dürft ihr zum Beispiel Udo Jürgens machen? Wie ihr wollt, wir können uns jetzt darauf einigen, dass wir das in Ordnung haben. Ich finde das in Ordnung, okay, dass man... Okay, dann bin ich auch, ja. Will ich auch sein. Mhm. Okay. Alright. Mach mal. Alright. Geil, Mann. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Das wird supi. Das wird echt, das wird nett. Das wird super. Also, ich hätte mal gesagt, Team Dumm geht blau, oder? Ja. Also wir, Mike. Okay, aber was, da gibt es ja zwei gelbe Felder. Wo muss ich denn da jetzt mal raufklicken? Ja, das machen wir uns jetzt ja ganz kurz aus. Einer von, also wer von uns der Spy Master ist und wer oder von uns... Nee, Basti macht Geheimdienstchef, oder? Ich kann machen, dann gehe ich rot Geheimdienst. Genau. Also Kroko und Zabi, einer von euch sollte Geheimdienstchef machen, weil ihr versteht euch ja untereinander blind. Ich spiele einfach da so ein bisschen rein. Ja, das heißt, einer muss quasi die Vor... Aber vielleicht sollte nicht Zabi. Kroko, geh du mal Geheimdienstchef. Wollte gerade sagen, Paul sollte hier die Chefposition, sag ich mal, in die Hand nehmen. Mach du mal lieber. Das ist sinnig. Habt recht. Ich nehme die Verantwortung jetzt einfach. Geil. Mach ich mal so. Gut. Okay. Oh, ich will zocken. Let's go. Alright, gib uns... Muss man auch im Mittag. Genau. Okay, Basti, du musst denken wie ich. Ich muss... Denk... Nein, Basti, denk wie du denkst, dann... Warte, Kylie Sie Jenner? Und ich. Ja. Ja. Und stell dir vor, du bist eine Blondine, keine Ahnung. Nein, wir kriegen das hin. Minus 100 IQ, mach das jetzt. Und dann abfahren. Okay. Ich mach nur Spaß. So, ich müde mich erstmal. Dankeschön an Derobito, danke für 22 Motor Resub. Moruda, danke für 2 Motor. Ich habe jetzt den Chat auch, by the way, aus. Ich als Geheimdienstchef, also man spielt generell das Game ohne Chat, weil selbst wenn ich jetzt in der Position von Isa und Stegi wäre, das wäre jetzt nicht so cool, wenn ich jetzt halt sehen würde. Deswegen, ich überlege mal ein bisschen. Wir müssen jetzt auf, ich muss halt Isa und Stegi auf die roten Begriffe bekommen, dass sie die aufdecken. Board, Seite, Busch, Prinzessin, Decke, Blüte, Gold, Tanz, Watt, Mars, Mittel, Spieler, Weiter, Skelett, Hawaii, Kaiser, Blatt, Scheibe, Pflanz, Pistole, Satellit, Känguru, Galgenhase, Schneemann. Board, Blüte und Hawaii kriege ich eigentlich geil kombiniert. Ich überlege, wenn ich Blumenkranz nehme, ob sie auf, also Blüte und Hawaii checken sie, glaube ich. Aber kommen sie dann auch auf Board mit Surfen? Okay, das heißt, wir guessen jetzt auch direkt, wir blauen. Ja, genau. Ihr könnt jetzt, Achtung, also, die Karte überall anklicken, dann markiert ihr sie. Rechts oben nehmt ihr sie direkt. Also, okay. Ihr könnt, das heißt, ich kann erstmal markieren. Genau, links, also überall bei der Karte klicken, nur nicht rechts oben. Okay, ich habe jetzt okay, mal... Bro, also bei Planet sehe ich auf jeden Fall Satellit unten, right? Markiere ich mal. Ja, genau, hätte ich jetzt auch gedacht. Mars. Ja, glaub, haben das wir. Das sind direkt die beiden. Ja, lass mal erstmal hier gucken. Vielleicht ist das ja auch so ein Trickbetrug. Warte mal. Ja, aber er ist ja in unserem Team. Achso. Ja. Okay. Alles gut, dann haben wir es. Also, ich meine, wenn er jetzt wild um die Ecke denkt, also man hätte, finde ich, noch Scheibe machen können bei Planet, so als Gag, als kleine Flat Earth. Augenzwinker. Aber ich glaube, da ist Kroko, spielt auf Safest diese Runde, deswegen würde ich einfach das mal so einloggen jetzt, Sabi. Wollen wir dann jeder eine uns... Ja, ich klicke auf Satellit. Okay, mach ich mal das hier. Oh. Smart, haben wir gut gemacht. Haben wir sehr aber gut schlecht gemacht. Jetzt, right? Das war schlecht, eine rote. Genau, Satellit war unser Wort. Oh, Mann. Aber das war auch da direkt nicht euer Fehler, würde ich sondern sagen. Der von Paul. Ja, ich fand verdammt. Ja. Er hat wahrscheinlich... Hey. Wie redest du? Ja, Digga, ich war manipulieren, Digga. Mein Hallo, Fehler? Ja, na klar. Ich muss euch direkt aufhetzen. Egal, ich will nicht zu viel von mit Paul aber. Bist, du wirst immer verkauft, wie ein warmes Brötchen. Wir machen mal locker. Surfen 2, okay, Surfen 2. Ich nehme Hawaii, noch nicht auswählen. Was willst du noch nehmen? Ich würde... Board. Bis basic. Okay, drücken wir, locken wir ein. Okay, 3, 2, 1. Perfekt. Wow. Jawoll! Oh, und man. Da ist das Dreamteam. GHG. Jawoll! So, Mic drop, geh ich raus. Jawoll! Komm, Kroko, aus dem Experience, Mic drop. Junge, ich habe schon so viel umgelaufen. Ich habe irgendein Kabel für aus Versehen rausgerissen. Ich hoffe, sie sehen das nicht. Digga! Ich aus Versehen. Oh, okay. Ich überlege, ob ich jetzt nächstes Biologie nehme. Ich sehe den Kaiser. Känguru, Skelett und Blüte. Oh, wie schnell das jetzt ging. Ich sehe die Prinzessin. Sie können aber genauso gut auch Busch nehmen. Vielleicht hat das ja was damit zu tun. Ich würde erstmal ankreuzen. Ja, okay. Es ist über eine Ecke gedacht. Blatt ist aber auch also ich hoffe, Kroko hat es gerade gecheckt, wie wir so denken. Und Pflanze, nee, Biologie. Und nimmt jetzt nicht Tanz oder Gold. Und ganz kurz, ein Tipp dann. Oder jetzt nur, dass ihr ja, das wisst. Wenn ihr jetzt dann die beiden Sachen nehmt, zum Beispiel beides sind richtig, dann könnt ihr noch einen dritten raten. Ihr dürft nie vergessen, im Hinterkopf hier behalten, dass ihr vorhin bei Planet ja eins nicht wahrscheinlich gegessen habt, richtig. Das könnt ihr sozusagen jetzt auch noch immer nachholen irgendwann. Also jetzt. Oh, okay. Check. Das ist die Zahl 2 und du kannst immer ein Wort mehr raussuchen. Genau. Okay, grundsätzlich oder nur, wenn man beide richtig hat? Nee, grundsätzlich. Ja, nee, also sobald du eins falsch hast, dann wird es weitergegeben. Ja.
Okay, ja, Zabi, lass mal Kaiser und Prinzessin machen, Bro. Ja, würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Okay, dann los geht's. Boah. Stark. Jetzt Smart. Können wir noch theoretisch versuchen, genau. rauszufinden, was GroKo noch vorher mit Planet gemeint hat. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob er jetzt da Wetter oder Wetterscheibe könnte beides sein, finde ich. Bei, für Planet, meinst du? Ja, 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 ja. Sonst alles andere macht gar keinen Sinn. Hase, Schneemann, Pistole, Pflanze. Boah, ich finde es schwer gerade zu kombinieren. Bei einer Wolkendecke sieht man den Mond nicht, Mavs, der am danke Planet dir. Ist. Marc, danke dir auch. Obito, danke dir auch. Ja, okay, Bro. Wenn ich unter einer Pflanze stehe, sehe ich den Planet vielleicht auch nicht. Kommt doch mal was für eine Pflanze. Guter Punkt. Ja, also ich meine, das kommt mir nicht weiter. Unter dem Baum, okay. Das muss ja ein bisschen spitz denken. Bro, no joke, lass mal Scheibe tryen. Boah, das wäre huge, das könnte auch sein, dass wir überreinschauen. Ja, ne? Aber wenn, es ist eh noch so Anfangsrunde, es ist eh egal. Boom! Ja. Ey, du bist der absolut smarteste Mensch. Verschwörungstheoretiker. Nein, nein, das bist du. Ja, unglaublich attraktiv. GroKo weiß es ganz genau, wie er mich bekommen kann. Flat Earther, wer bist du nicht? Boah, das war das. So, darf er nicht, darf er nicht. Assi, wir brauchen Dreier. Hey. Nee, das ist schwer. Also, Dreier Name, Dreier Wuku. Ach so. Alter Mann, das hat er verstanden. Wir brauchen Dreier jetzt hier. Oder du holst jetzt, was noch krass, das wäre geisteskrank. Ein Vierer und ein safen Einser danach. Vierer-Kaktus. Oder du machst jetzt einen Fünfer direkt, danach keins mehr. Weil dann nein. Alter, was redet ihr denn da? Wir brauchen Vierer-Kaktus. Was, ihr seid hier richtig am Start. Wir brauchen Vierer-Kaktus. Boah, das ist mein E-Sport. Machen wir, hier. Wir brauchen Vierer-Kaktus. Nee, ich muss einen Einser machen. Ja, und sonst so, wie war so euer Tag? Alles gut? Wie war das Wetter so bei euch? Digga, das ist scheiße. Das ist mein erster Einser. War gut, ne? Oh. Wir haben echt einen Einser. Also, I guess, Isabel ist da. Lotus Blüte auf jeden Fall. Verstehe man die Eins nicht. Ob danach echt ein Vierer kommt? Na, hoffentlich. Müssen wir aber ich werde auf jeden Fall die Blüte nehmen. Lotus Blüte. Aber wieso sagst du das mit dem Vierer? Theoretisch könnte man doch jetzt auch Einser, Lotus Zweier, Zweier. Eins. Machen. Also, das ist echt. Ich weiß nicht, ob das. Ja, das ist eine Pflanze. Das oh, shit, das ist eine Blüte. Eben, genau, Lotus, aber ich verstehe nicht, warum mit 1, weißt du, weil... Ah, Basti macht einen Save in 1er und danach holt er einen Vierer-Kaktus raus. Oh. Das wäre cool. Vierer-Kaktus. Was heißt Kaktus? Das ist Minecraft. Das sage ich nicht. Zabi, das musst du selber rausfinden. Ja, da musst du selber ins Game kommen. Vertrau, das wird richtig schön. Oh, wir sind dran, Bro. Boah, shit. Reißt euch zusammen. Ja, ich bin voll am Start. Reißt euch zusammen. Spannt alles an, Basti. Okay, schau mal. Ich markiere mal hier einfach mal durch, ja? Sticky, wir müssen das jetzt holen gleich, ne? Ja, das stimmt. Kannst du aber auch mal sagen, so, ne? Kannst du, klar, du. Sorry, machen kannst du? Du kannst das mal oder machen. Das hier auch. Aber ich würde jetzt bei Natur tatsächlich als erstes, wenn er sagt, drei Sachen könnt ihr finden, würde ich sagen, Busch, Blatt, Pflanze. Würde mir da... Die Markierung weg? Ist egal. Ja, aber Wetter ist doch auch übel krass Natur, Bro. Also wenn aber Wetter okay. nicht... Klar, wenn jetzt hier stehen würde, vier oder fünf können wir reden, Bro. Aber was sind hier die drei krankesten Naturwörter? Ja, aber guck mal, Wetter ist ja zum Beispiel selbst eine Naturkatastrophe, ist ja das Wort Natur drin. Vielleicht, ich verstehe schon, aber Natur ja. ist ja nicht nur Pflanze, Bro. Weißt du, da ist ja auch Fauna. Ja, drin. Klar. Flora, gut. Fauna. Klar, natürlich, so du hast schon recht, ne? Hemisphäre. Aber das ist halt, das wäre halt raten, dann einfach jetzt. Ey, wenn du dir safe bist, dann schließe ich mich deiner Theorie an. Also würdest du sagen, die drei, die jetzt ausgewählt sind? Ja. Ich meine, die hängen halt direkt miteinander zusammen, ne? Also schon mal, wenn ich jetzt halt GroKo wäre und er dürfte jetzt zum Beispiel das Wort Blatt ist jetzt von den Gegnern, dann würde er uns auch nicht Natur geben, weil dann müsste er doch viel zu viel Angst haben, dass wir das tippen, dann würde er uns doch ein anderes Wort eher geben, right? Also wenn er sowas wie Natur gibt, denke ich, er will von uns wirklich die drei most drauf so stereotypischen Sachen. Wobei ja, aber Natur ich weiß nicht, ich kann so ein geiles Wort irgendwie. Vielleicht kann ich da Paul auch schlecht einschätzen. Ich habe manchmal das Gefühl, der denkt so viel nach wie eine Schale Vogelsand. Ich bin mir da aber nicht sicher. Also es könnte... Ja, ey, komm, wir gehen deine Theorie. Ja, du hast mich ein bisschen verunsichert. Nein, wir sind aber ein Team, wir dürfen uns nicht gegenseitig verunsichern. Wenn er sowas wie Wetter meinen würde, wird er da schreiben, dann Natur? I guess, könnte schon sein. Man, der ja, Hase nervt mich halt. Eigentlich alles, was ich machen smart, könnte vielleicht. Mit Biologie. Ich habe jetzt gerade an guck mal, so Skelett, Spieler, Känguru. Nee, also, aber Wetter ist der einzige, wo man kann jetzt man sagen würde, das könnte noch naturmäßig gemeint sein, oder? Okay, ich meine, okay, gut, Känguru noch als Tier, eventuell auch Hase, die beiden Was noch. Hat ein Känguru, aber da würdest was ein Hase du dann eher hat. Was versuchen, dass es mehr auf Tiere ja, geht. Ja, würde ich auch sagen. Also, das Einzige, was mich verunsichert, ist halt Wetter. Aber Wetter ist halt super unabhängig von Busch, Blatt und Pflanze. Das heißt, da hätten wir halt, also da hätte Paul halt darauf gessen müssen, dass wir das dann irgendwie raten. Also, das ist eigentlich das, was du gesagt hast, macht schon am meisten Sinn. Das war aber einfach mein Bauchgefühl so. Ich würde es einfach machen. Ja, lass einfach machen. Ey, führt dir kein Weg dran vorbei, Mann. Hatte niemand den Begriff. Was ist passiert? Also den Begriff hatte niemand. Das ist, ah, okay. Also
quasi war ein leerer Begriff, der einfach nur dabei, nur generell drin ist. Ah, ihr müsst aufpassen, es gibt ein schwarzes Wort, ne? Haben wir, das, ja. Okay. Und wir können jetzt nicht mehr weitergessen, oder was? Nee, weil das falsch war. Ich schreib mal Elektroschock mit CK. Oh mein Gott, das Blatt. Ey, Mann, das tut mir so leid für euch. Fuck, ey, wir haben Kuchen zu viel. Isa, Junge. Oh. Ihr werdet noch verlieren. Jetzt auf jeden Fall noch ein Tipp an Coco. Wenn du jetzt dir ein neues Wort gleich überlegst, musst du die Zahl halt generell viel höher machen, als du sie eigentlich gemacht hättest, dass sie die anderen Sachen auch noch anklicken kommt man kann. Da auf, ja. Kommt man da ja, aufs Skelett? Ist, ja. Darf ich dann theoretisch dasselbe Wort zweimal nehmen? Ja, darfst du auch. Okay. Ja, okay, gut. Okay, ja. Elektroschock 2. Ich weiß, das Skelett ist so weit entfernt. Okay, ich sage... Watt, ist ganz klar. Das macht Sinn. Schock. Elektroschock. Okay. Ja, Skelett ist... Elektroschock? Schock. Galgenhilfe, Alter. Kriegst du durch... Ja, ein Schock durch zum Beispiel eine Pistole, stehst du unter Schock. Nee. Aber ein Wetter gibt's auch einen Schock. Also halt ein Blitz. Ich bin gerade schlecht, ich bin echt gerade schlecht. Bei einer Pistole stehst du unter Schock? Auch Skelett ist so Schock. Ja, Stegi. Warum Schock? Was ist Skelettschock? Erschrecken, weißt du? Halloween. Stegi. Anspannen. Das ist so, Hilfe, Digga. Skelett, hast du keine Angst? Nein. Schock. Schock kriegen wir besser hin. Da kriegen wir irgendwas, das verstehen wir schon noch. Ich meinte eigentlich so, wenn man... Spieler, der seine Finger in eine Steckdose reinmacht, kriegt einen Elektroschock. Ich hab's. Ich hab's nämlich mal als Kind gemacht. Okay, so, gut. Da war so Neubombe und ich hab gedacht, was ist das? Hab meinen Finger reingemacht und... Das ist gut. Und deswegen bin ich jetzt so, wie ich jetzt bin. Elektroschock. Ja, also Watt ist okay, klar. Dafür steht das Wort Elektro. Dafür stehe ich mit meinen Armen. Würdest du sagen, es ist die Pistole? Ich glaube, das zweite Wort war für dich gedacht, nicht das erste. Ja, aber auch Watt musste ich auch sagen, weil du wahrscheinlich das auch nicht gewusst hättest. Weil Watt, ich habe noch nicht mal alles durchgelesen. Ich bin hier mit meinem Chat, mich am unterhalten, ja? So, jetzt aber nicht, weil ich will nicht das Wort lesen. Mann, ist das scheiße schwer. Ich komme gerade auf keine Kombo. Ich habe keine Ahnung, sag ich ehrlich, wie es ist. Guck mal, es ist danke dir. Wetter halt wegen Blitz. Seremos, wegen danke dir. Gewitter. Ja, mal danke. Aber hätte er was anderes genommen, überleg mal. Stell dir mal vor, jetzt, du hast das Wort Watt und Wetter. Hättest du doch Blitz genommen, oder? Ja, weil Blitz hätte gepasst. Na okay, aber Blitz hat das Wort Elektronik nicht inne. Das heißt. Ja, aber Blitz 2. Was hättest du genommen, außer Wetter und Watt? Weißt du? Ja, das stimmt schon. Ja, weil dann hättest du nicht so rumgeraten wie Schock könnte von der Pistole kommen oder bei dir Skelett, weißt du? Naja, das verstehe ich. Aber dann finde ich, ein Schock ist schon, ich finde Skelett-Schock, ich finde, das ist die relativ normalste Herleitung an Halloween. Skelett schockiert dich, glaube ich. Digga, Stegi, mach Pistole, das, bitte. Watt wäre, Pistole auf Schock ist schon vage. Okay, dann loslassen. Also es ist Skelett. Ich lass los, ich hab keine Ahnung. Na, okay. Oh! Oh du hattest sogar recht! Ich du hast doch gar nicht. Recht, was ist denn jetzt los? Also. Ja. Geil, ne? Spieler und Känguru. Und am Ende Fulmio. So, Männer. Paul, ich bin bereit. Männer, reißt euch zusammen. Ich glaube, reicht es nicht aus, wenn ich Australier nehme? Absolut ungerechtfertigt. Du machst das hervorragend. Die einzige Person noch auf dem Feld ist ja nur Spieler. Das ist irgendwie so eine Radiostimme, Kroko. Also, Paul, denk auf jeden Fall dran, dass wir das von gerade ja schon wissen. Das musst du jetzt nicht nochmal machen. Ach. Oh. Langsam wird die Luft hier dünner, Freunde. Okay, so, Pistole, okay. Winterdekoration. Das heißt, zwei davon sind die Pflanzen noch von ja, vorhin. Hier, guck mal, das ist ja hier, das liegt ja auf der Hand. Mm. Ne? Känguru würde ich erstmal ausschließen. Oder nehme ich Boxer. Also ein Känguru ist halt ein Boxer, aber ein Spieler. Krass. Ich glaube, wenn ich Australier nehme. Boah, soll ich dir das raushauen, Gold? Habe ich auch dran gedacht. Habe ich auch dran gedacht. Weil von allen Sachen hier macht eigentlich, ich markiere es mal. Weil Galgen keinen Sinn, Känguru keinen Sinn, Hase, I don't know, eigentlich auch nicht so richtig. Pistole keinen Sinn, Mittel keinen Sinn. Boah, ich finde die Runde sehr, sehr, sehr schwer. Wir haben gesehen, Paul ist einfach gestrickt. Lass uns simpel denken. Ja, hast du Decke markiert, Bro? Ja. Okay, lass das nicht machen. Okay. Busch, Gold, Pflanze und Schneemann. Schneemann, ja, lass die nehmen. Mach zur Sicherheit zuerst mal den Schneemann. Nicht, dass wieder gleich irgendwie so eine Fallenkarte hier auf. So, das Ding ist
Haben wir nach Hause geholt. Okay, lass uns mal drüber gucken. Ja, ich nehme Busch. Wollen wir kurz ergründen, warum? Also, welches Wort warum? Busch, Busch vorm Haus, Katze, Lichter. Nimm mal den Busch. Nimm mal den Busch und Pflanze sind noch von der Runde davor. Ach so. Von. Ach so. So, ich dachte, Pflanze mal die. Ich mach das jetzt einfach kurz und schmerzlos. Komm, okay. Yes. Vor yes. So. Shit. Und jetzt ist. Also, das war noch von davor. Das war, ich würde sagen, war klar. Jetzt halt die Frage: Ist es Gold? Die letzte Winterdekoration. Also, ich würde Känguru nehmen. Schon ein, ne? Und oder Boxer ist halt Seite vielleicht? Auch. Boxer wäre Mittel, Seite. Weil man so Schneemittel sprüht, damit es so winterlich ausschaut wegen Winter. Bist du nicht im Gegner-Team? Nee, lass uns intervenieren. Isa, wieso gibst du Tipps? Ich gebe keine Tipps, will uns verwirren. Lass sie nicht in deinen Kopf rein, Zabi. Mach zu. Alles gut. Ich möchte, dass du Gold drückst. Ich möchte, dass du deine Maus nimmst und auf Gold drückst. Ich will, dass du an mich denkst. Und so tust in deinem Kopf, als wenn du deine Hand auf meine legst und wir bilden die Maus da zusammen hin. Wir machen das. Oh, verdammt nochmal. Okay, ich drücke. 3, 2, 1, Abfahrt. Oh, was? Nein, Fallenkarte wieder. Nein, das kann doch nicht Fallenkarte. Sein. Fallenkarte. Wir sind genau in die Falle getappt, Rätsmann. Okay, das heißt, es gibt noch eine Deko, eine Weihnachtsdeko, die nicht Gold ist, Bro. Lass drüber nachdenken. Naja, es kann ja aber auch sein, dass er... Was könnte, hätte er mit Dekoration noch malen können? Ich weiß nicht, aber ich glaube, die Zahl könnte ja auch echt nur so hoch sein für die anderen Sachen, ne? Dass er sozusagen sogar echt Winterdekoration mit dem Schneemann haben wollte oder sowas vielleicht. Boah, und alle anderen. Wenn ich Sydney nehme, checken Sie, dass ich Australien halt meine und als Sydney Bride, so als Spieler, als Streamer, so als Dings. Bitte nachdenken. Ich nehme Australien. Das Spiel macht Spaß, GM. Macht wirklich Spaß. Ja, yes. Vielleicht war deine Wettetheorie doch recht richtig. Okay, Känguru und oder? Spieler. Boss, Shigi. Wir haben gewonnen. Australier! Spieler und Känguru gewonnen, oder? Känguru? Den und Känguru Spieler. Nehme ich. Spieler, warum denn? Australier ist ein Spieler. Oh, okay. Absolut. Ich habe eine kurze, wirklich fundamentale Frage an mein Team. Wenn ich Natur 3 mache, wer deckt als erstes eine Fallenkarte auf? Wieso ist in der nächsten Runde auf einmal nur noch, von der letzten Runde nur noch 2 Wörter? Das habe ich nicht so richtig begriffen. Schrei sie an! Aber ich habe nicht mal gerafft, dass das überhaupt wieder. Ich dachte, ich soll 4 Weihnachtsbegriffe Mike, nehmen. Mike, als du bei Winterdekoration Hase markiert hast, dachte ich kurz, es kracht. Nein, Paul, weißt du was? Es kracht nicht, es kracht bei dir. Wir haben zu Hause den Hasen gehabt mit einer Mütze, mit einer Weihnachtsmütze zu Weihnachten. Der stand draußen vor unserer Haustür. Schön. Ja, ey, schön, Basti, schön. Ich fand, du warst saugut, Basti. Es war ultra. Also ich hatte. Es war. Ich fand, es war eine sehr, sehr schwierige Runde. Also die Blüte hat mich halt verwirrt und das schwarze Wort war halt Hase, deswegen konnte ich nicht auf Biologie oder irgendwie auf Lebewesen gehen. Oh, okay. Und hatte auch Angst. Ja, ja. Hatte auch irgendwie so Angst, auf die Beine zu gehen, weil ja, ein Hase ist schon, aber... Hat ja auch lange Beine und besondere Beine, auf jeden Fall. Ja, weil so, das hatte sich so ein bisschen angeboten bei Skelett, Spieler und Känguru, so auf 2 Beine, aber ich habe irgendwie Angst gehabt, dass ja Hasen dann irgendwie so ein... Hätte ich auch genommen. Hase ist aber ein Vierbeiner. Ja, aber so ein Hase, ja, keine Ahnung, ist halt... Ja. Digga, aber wenn du 2 Beine genommen hättest, wäre super strong gewesen, das stimmt schon. Ey, aber schau mal, wir waren, also mit 2 Punkten ist okay. Für die erste Runde hier so ein bisschen reingekommen. Ihr habt das top gemacht. Selbe Teams. Ah, ich will Geheimdienstchef. Okay. Ich will das Power nochmal Ganz kurz, hättet ihr an Isan Stiegen, hättet ihr gecheckt, hätte ich Sydney hingeschrieben, dass es auch Känguru ein Spieler ist, dass ich halt Sydney einmal als Stadt meine und einmal als Streamer so. Sofort. Also ich hätte Spieler nicht gedacht, aber Känguru. Doch. Also du hast gemerkt, Digga, das ist halt so voll Meta, ein Wort Australier zum Vermenschlichen, weißt du? Und da weißt du, okay, Vorname suchst du, Spieler, Mann, Frau, du bist einfach Person und dann zack. Wahnsinn. Deswegen auch Sydney. Sind wir funny gewesen auch, Coco, willst du nochmal machen? Oder sollen wir changen? Nein, Coco, wir machen nochmal. Nee, ich meine, will er nochmal Geheimdienstkratze machen, oder? Ich hab losgelassen, von mir aus. Nein, mach nicht so jetzt. Dreh mich einfach ein bisschen mehr an die Runde jetzt. Halt dich fest! Will einer von euch, oder soll ich nochmal? Ich will! Alright. Du musst ein bisschen weißt du was, Coco? Dann mach ich. Ich habe eben. Dann rate ein bisschen, dann entspann dich ein bisschen. Dann entspann dich jetzt. Es wird krachen, wenn Mike und ich. Ja, GG. Komm, ich habe auch darauf gewartet, dass ihr bei Weihnachtsdekoration noch auf Pistole kommt, weil dann hätte ich alles gesehen, so, ne? Also hättet ihr das da zu Ende geklatscht? Ja, komm jetzt. Ich hab legit kurz Schmetterling im Bauch gehabt, als Rätsel meinte: Pistole? Ach nee, auf jeden Fall. Saturnstück, Forst, Leben, Fieber, Verein, Optik, Quadrat. Ich habe jetzt Chat aus, by the way, weil jetzt im Chat könnte reingeschrieben werden, hey Basti, das ist das und das. Ne? Saturnstück, Forst, Leben, Fieber, Verein, Optik, Quadrat, Tasche, Foto, Harz, Flügel, Clip, Morgenstern, Madonna, Parfüm, Messer, Säule, Schere, Nebel, Bremse, Neptun, Graben, Flur, Drache. Alright, okay. Hallo, was, hallo?
Ja, Reese muss überlegen. Achso. Ich hab geil's gerafft. Okay, Mike, unser Wort ist Mittelalter. Wir gehen das jetzt strategisch. Ja, ganz, guck mal, Paul. Für Raster durch. Morgenstern. Ja, Morgenstern. Morgenstern. Schon mal safe. Du bist mir schon zu schnell. Das höre ich öfter. Weißt du was? Ich klick's an. Hab's getan. Ja, so, Paul. So brauch ich dich. Beruhig dich, Mike. Beruhig dich bitte kurz, ja? Graben und Drachenfleisch. Also Drachen gab's nicht im Mittelalter, aber so. Bei Ritter denke ich an Drachen. Neptun. Messer. Drache. Game of Thrones. Markieren. Markieren. Ich markiere erstmal Drache. Ja, markier alles, wo du sagst. Ja, ich hab doch erstmal Graben vor einer Burg. Immer. Vor der Burg ist immer ein Graben, damit die bösen Ritter da reinfallen. Eine Holzbrücke. Hast recht. Der trojanische Pferd und so eine Sachen. Das trojanische Pferd ist nicht das Mittelalter, Mike. Ach so. Ich würde sagen, auf den ersten Säule, Blick. Säule. Wenn, ach so. Schau, vielleicht Rätsmann ist ein Mann von Kultur, von Architektur und überdurchschnittlicher Eloquenz. Vielleicht ist dieser gebildete junge Mann tatsächlich eher auf die Architektur eingegangen als in die tatsächliche Zeitepoche. Okay, Fieber. Die hatten damals keine krassen Medikamente. Die hatten boah, du hast so Fieber. Recht, du hast so recht. Ja, Fieber markiere ich erstmal. Zack, so. Erstmal alles markieren. Was denn, wenn man das so zurecht findet? Okay, also, wenn es mir gefällt. Ich würd wirklich sagen, wir haben eine nähere Auswahl getroffen. Ja, ich würde sogar, lass Fieber noch angekotzt. Nee, lass mir mal nicht machen. Lass uns mal darauf einigen, der Graben wird eingeloggt. Vor jeder Burg im Mittelalter gab es einen Graben. Ja, und genau deswegen liebe ich Rätsmann, weil Rätsmann weiß ganz genau, man muss sich verteidigen im Leben. Sonst treten die auf einen drauf. Okay, pass auf. Ich würde sagen, was würdest du, wir sagen jetzt beide unseren Guess, was das naheliegendste. Du fängst an. Mach mal das Fieber weg. Ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube, Rätsmann weiß, wir sind pragmatische Männer. Drache, Bro. Game of Thrones, das ist so Drache. So, Drache ist auch valid. Drache ist auch valid. Aber das Ding ist, hätte er den Drachen wirklich gemeint, dann hätte er auch Game of Thrones gesagt. Oh, weiß ich nicht, Bro. Ich glaube, dass Game of Thrones dann direkt implizieren würde, Mittelalter mit fiktiven Charakteren. Weißt du was, Bro? Ich will, dass du eins einloggst. Ich will, dass du wortlos auf das Wort deiner Wahl klickst. Gut. Na los. Hey, Paul. Verdammt, bin ich dumm! Vielen Dank an der Stelle. Dusseliger Paul. Aber gut gespielt. Nein, weißt du was, Paul? Wir haben blöd, Mike. Nein, tut mir leid. Ich möchte das nicht. Mein Fehler. Okay, tut mir leid. Tschüss. Wir haben das gut gemacht, Bro. Die nächste Runde wird. Ich fand es auch sehr schwierig. Ich finde, Reese war schuld. Das ist immer der Schuld, der gemütet ist, der sich jetzt nicht verteidigen darf. Ja. Aber den auch sieht so schlecht. So, Digga, nee, was ist es denn dann, wenn es jetzt nicht Säule ist? Ich weiß es gar nicht mehr. Dann lasst es doch bleiben. Versucht einfach euer Mind zu resetten und so, dann gleich weitermachen. Ein Waldvogel. Auch besser, wenn du weg bist. Also ein Forst wahrscheinlich, weißt du? Wald, Forst. Ein Forst, natürlich. Ja. Forst ist ein künstlich angelegter Wald. Und der Flügel, weil der dem Vogel gehört, oder? Lass mich noch ganz kurz gucken, ob ich einen Vogel sehe. Ja. Ich hätte nicht auch die Hoffnung, es gibt jetzt so, aber hättest du Isa so einen, weiß nicht, einen Waldvogel zugetraut? Naja, klar. Ich glaube, ich kenne auch keinen. Vögeln kenne ich mich aus. Oh. Forst und Flügel finde ich eigentlich echt sehr gut. Saturn, kein Vogel, Leben, Fieber, Verein, Optik, Quadrat, Tasche, Foto, Harz. Das ist auch ein Drache, ne? Ja, das ist ein ziemlich großer Waldvogel. Man könnte noch eine Nebelkrähe denken, aber nee, ich jetzt eher mal raus. Bremse Neptun. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass das Forst und Flügel sein muss. Dann mache ich Forst. Und du? Den Flügel. Chillig. Das ist geil, Mann. Wir beenden unseren Zug. Jetzt machen wir noch die klassische Isa. Isa, wir brauchen gleich die 4 aber. Isa, wenn du Isa, jetzt gleich... Wirklich? Danach ein Fünfer. Danach ein Fünfer und wir haben gewonnen. In Fünfer schaffst du gleich. Alter, was ist denn bei euch passiert? Nee, wir haben 2 nur aufgemacht. Geht voll. Aber ich finde, man muss jetzt so ein Wort finden und dann schreit er jetzt 5er. Und du denkst, was? Wie? Woher? Leute, ihr versteht alle das Game soweit. Ich kann den Chat leider gerade nicht aufmachen und nicht sehen, ne? Fahrrad. So, Mike. Paul, erstmal markieren. Guck mal hier, ich mach mal an den Anfang. Wieder, genau. So. Rein, vielleicht ein Radfahrer, man weiß es nicht. Slow and steady. Mike, und jetzt nicht vergessen, wir haben noch ein Wort aus dem Mittelalter zur Verfügung. Radfahrverein. Warum lachst du? Was ist daran so witzig? Alles gut, Bro. Wir haben noch einen vom Mittelalter. Ich würde einfach wirklich sagen, es ist das Messer. Wollen wir erstmal die anderen beiden einloggen? Ja, mach zuerst die anderen beiden. Ich markiere nochmal das Messer. Na? Aber okay, jetzt ist das Problem, was ich mir überlege. Ja? Mein Rätsmann mit Fahrrad 3, 2 Fahrrad und 1 Mittelalter oder mein Rätsmann Fahrrad 3 und weil er weiß, dass wir noch einen Guest zur Verfügung haben, dann ist das Messer. Fahrradtasche.
Das ist die Tasche, oder? Ich glaube, das Rätsel meint Fahrrad 2 und eben das Messer noch 1. Fahrradtasche, Fahrrad. Und das ergibt dann 3. Bremse. Ja, also 2 Fahrrad und noch ein Mittelalter. Richtig? Ja. Gut, machen wir die Bremse. Also die Bremse, dafür würde ich wirklich meine Hand ins Feuer legen. Ach, super, Mike. Gratuliere. Solid. Amber. Okay, chill okay. Ganz kurz. Chill nee, ganz erklär kurz. Mir noch einmal Fuß, ganz danke. Kurz. Gibt es nicht auch so Taschen für Fahrräder? Oh. Aber ist auch schon wieder, das ist auch schon wieder nee. Zu weit gedacht. Fahrrad. Ja. Nee, also ich werde jetzt den Verein einloggen. Einfach nur, weil ich sehen will. Okay, log den Verein ein. Wollen wir zuerst aber noch den Drachen nehmen vielleicht? Oder das Messer? Hier komm, wenn du dir so siegessicher bist, nimm den Verein. Boah, ey, wirklich, mir geht gerade die Pumpe, wirklich. Warum? Na komm, drück, Paul. Ich verurteile dich nicht, wenn... Oh mein... Oh mein... Gott. Oh Gott. Oh Gott. Fahrradtasche! Fahrradtasche! Mittelalter ist obviously ein Drache gemeint, hallo? Ey, Paul, ich hab's dir ganze Zeit ach, gesagt und du Scheiße. Hast mich verunsichert, Bro. Jetzt haben wir ein kleiner Tipp, was ich gerade bemerkt habe, wo man vielleicht am Anfang mal kurz reintappt in den Fehler, dass man nicht nur versucht, irgendwie die Blauen zu beschreiben, sondern dass man auch aufpasst, was von den Roten man halt die anderen nicht nehmen dürfen. Weißt du, ich hab was, Detektiv-Playlist. Oh, ich bin, glaube ich, richtig schlecht in sowas, Bro. Also versuch uns, die Blauen nahezulegen, aber ohne Gefahr, dass wir die Roten nehmen. Oder die Schwarze. Okay, du machst es schon. Ich gebe mein Bestes, Bro. Ich gebe mein Bestes. Hirsch, Loch Ness, Funken, Erde, Königin, Plan, Mantel, Lift, Heft, Hupe, Wal, Bein, Fett, Python, Loch, Brille, Gas, Kanada, Mühle, Bock, Rolle, Felge, Säure, Tür, Schuh. So, der Autoaufzug. Okay. Stegi. Da ist klar die Hupe. Da ist aber auch klar der Lift. Oh, den haben wir auch. Okay, den. Das ist krass. Den haben wir auch. Jetzt ist noch die Frage. Die Felge. Eher, oh ja, okay, ja, das ist Richtung Auto wäre das, genau. Richtung Aufzug wäre eher noch Tür, aber Felge ist passender. Also der Lift könnte schon sein, dass der Lift lediglich für den Aufzug bestimmt war, ne? Ich finde Lift sehr krass für Aufzug. Also so halt ja, sehr eindeutig. Ja, das sowieso, ja, ja. Ich glaube, alles, was wir jetzt quatschen würden, würden wir nur wieder kaputt reden, oder? Und uns verunsichern, ich glaube schon. Ja. Vielleicht hat sie halt Felge übersehen oder so, oder halt, nee, das hat sie nicht übersehen. Sie hat schon gecheckt, okay, Autoteile und ich mache 2 Autoteile und eine Sache dazu. Ja. Hat dann geguckt, was könnte man nehmen und dann ist dann der Aufzug entstanden. Ansonsten hätte sie nur Auto genommen wahrscheinlich. Dann wissen wir aber auch schon mal, was es nicht ansonsten ist noch. Ansonsten könnte es auch ein bisschen Gas, aber... Ja, genau, Auto-Gas oder eben Autotür. Und dann wissen wir auch schon mal... Ja. Ich würde eigentlich anfangen mit dem Lift. Ich finde Lift am besten, weil sie... Also ja, Aufzug ist ja das Herausstechende, deswegen... Genau. Ich mach Lift, ja? Ja. Ja, jetzt kannst du. Dann mache ich weiter mit der Hupe. Wenn nicht, Isa, dann wissen wir Bescheid. Okay. Ich glaube, dass Isa an Felgen denkt beim Auto. Ja, glaube ich auch. Ja, sehr perfekt. Stark. Sehr, sehr stark. Clean. Und jetzt auch sehr viele Sachen ausschließen können, das ist krass. Ja, Isa, sehr stark. 3er Kaktus, ist okay. Übertrieben. Sehr gut. Jetzt, ich bin mir sicher, jeden Moment poppt der Totalbruch auf, wirklich. Also nicht die Zahl hinten reinschreiben, sondern diese Zahl halt auswählen. Das ist mir wichtig. Das wäre das Beste gewesen jetzt. Alter, danke für den Witz. Boah. Mike, hast du noch einmal überlegt? Ich kann mir gerade vorstellen, wie Mikes Kopf so richtig rot ist vor lauter Anstrengung. Okay, Kroko, Mensch. Okay. Was jetzt machen wir denn da jetzt? Ich markiere mal, ich sage zum Beispiel Brille, kann ein Mensch haben. Kann ein Mensch brauchen. Ja, ja. Ich ja. Sag mal, Bein. Ja, super anatomisch. Bein hätte ich auch gesehen, ja. Bein. Fett. Ja, es gibt sehr, sehr viele Sachen, die man da... Ich weiß ja, wie Mike denkt, okay? Der sieht, der denkt sich fett, okay. Kroko. Bein, Kroko. Was ist Kroko? Mensch. Na, weißt du, also das passt für mich einfach schon super zusammen. Meinst du? Ich meine, nach der Logik könntest du aber halt auch Mantel nehmen, ne? Könntest auch Königin nehmen. Königin? Könntest auch Schuh nehmen. Königin wäre crazy, glaube ich. Aber bei sowas würdest du doch dann eher auf irgendwie Klamotten gehen. Du würdest doch nicht sagen Mensch. Dann würdest du sagen, nee, Schuh. Mensch bei Mantel nicht, aber Königin ist auch unter anderem ein Mensch. Ja, also lass mal Bein einloggen. Bein bin ich absolut bei dir. Drück du, ja, ich also traue mich nicht mehr. Okay, Gott sei Dank. Stark. Dass wir nicht hier zu 8 verlieren. Ich könnte mir vorstellen, dass er wirklich das Fett noch irgendwie holt. Ja. Dass das wirklich so, dass das wirklich stimmt. Ja, ja. Also das würde... Ja. Ja, okay. Okay, und jetzt müssen wir kochen. Ich glaube, jetzt wird es halt schwer, weil theoretisch sind mehr Sachen possible. Er sieht halt die Farben jetzt, die sehen wir halt nicht. Genau. Er sagt halt jetzt, Jungs, Brille auf gar keinen Fall, aber ist es die Königin? Mensch, ist es die Königin?
glaube nicht, also dass Königin wird am meisten Sinn machen. Also die hat wirklich mit dem Terminus Mensch an sich am meisten zu tun, ne? Ey, das Mann ist es Raten, Bro. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was Zabi aus seinen Gehirnwindungen da rausgequetscht hat jetzt irgendwie. Aber das Ding ist, wenn ich jetzt etwas raten würde, dann ist wahrscheinlich wieder das Schwarze. Deshalb halte ich mich hier wirklich bedeckt. Ich sag mal, bis jetzt waren es alles Attribute, right? Also genau. Mensch, Bein, Fett. Ich hoffe, Zabi, dass du jetzt nicht Loch meinst. Also initial haben wir einfach diese Königin gesehen. Ich würde es versuchen. Klopsis, danke dir. Ich drück für dich auch. Nehmen wir die Königin? Ja, ich würde es versuchen, ja. Bro. Ja, Königin. Na. Wow. Es kracht schon wieder. Okay. Es gibt noch einen Mensch, was übrig ist. Aber mehr. Geil! Dankeschön. Aber eine Königin ist ein Mensch. Das wirklich. Wirklich, Stegi, immer dieses Dankeschön, wenn wir ein rotes auf. Ich schwör's dir, wirklich, Stegi. Ich fahre raus, du musst leise sein. Und wirklich, du bist ja Geheimdienstchef. Ich finde raus, auf welchem Minecraft-Server spielt und dann knallt's. Oh, Kalender 2. Ne, Kalender 2. Kalender ist ein Plan. Kalender kann auch ein Heft sein. Hast du irgendein Sternzeichen da oder sowas vielleicht? Also, es gibt einen Steinbock, aber. Also, ich bin auch Sternzeichen Loch Ness. Nee. Kalender. Da bin ich echt ein bisschen am Ende. Weil Plan und Heft ist nicht Kalender, oder doch? Ja, also, doch. Hat ein Kalender. Ein Kalender ist schon. Du kannst schon so ein Wochenplaner, so ein Planer, also wo du halt. Ne, dann ist schon ein Kalender und es kann auch zeitgleich ein Heft sein. Aber wir haben ansonsten. Hättest du nicht jetzt so Stunden. Stundenplan ist, ja, okay, ich hab's gemerkt, aber sowas wie Notiz. Heft? Nicht geschrieben. Ja. Wäre es verboten. Ja, wäre halt verboten, ne? Also, guck mal, wir haben keinen Monat, keinen. Guck mal, Hirsch, Loch Ness, Funken, Erde, Mantel, Wal, Python, Loch, Brille, Gas, Kanada, Mühle, Bock, Rolle, Säure, Tür und Schuh. Also, es ist 99% Plan und Heft. Es gibt aber Steinbock als Sternzeichen, ne? Ja, aber das. Ist für dich komplett Quatsch. Also, ja. Und. Inwieweit? Die Erde hat gar nichts mit dem Kalender zu tun, ne? Überhaupt nicht so. Ja, wo. Also, okay, ich glaube, Isa hätte nicht so gedacht, glaube ich. So hätte sie gedacht, wenn sie jetzt da hinten eine 3 wäre. Bei 2? Ja, okay. Plan und Heft. Also, ich würde. Okay, lass uns sagen, okay, ich vertraue dir voll. Plan, Heft. Wenn nicht, nehmen wir nächste Runde auf jeden Fall Bock noch dazu, okay? Ich würde auf jeden Fall erstmal mit Heft starten. Ich hätte mit Plan angefangen. Dann mach Plan. Weil, also, irgendwas muss ja geplant, oder? Oh, Digga, nee, dann. Okay, nee, ich will nicht von Isa angeschrieben werden. Nimm du Heft, okay? Nimm mir Heft, okay? Und jetzt kriege ich Plan, okay? Ja. Okay, ja, okay, okay. Okay, dann haben wir. Oh, ey, Alter. Ich hab nämlich geschrien. Oh, Gott. Alter, ich denke an den Kalender sofort an so Sternzeichen-Shit einfach. Jetzt müssen wir so eine Fünfer. Oder eine Zweier. Bauernhof. GroKo, bist du doch da? So. Bauernhof. Ja, Bauernhof haben wir natürlich. Okay, ganz kurz, Ritzmann, wir müssen jetzt zuerst mal diskutieren. Glaubst du, steht die 2 dafür, dass Bauernhof 1 ist und noch das Wort dazukommt? Oder glaubst du, ist Bauernhof 2, weil er weiß, dass wir noch einen Guess übrig haben? Ja, das Ding ist, eigentlich haben wir es bisher immer so gehandelt. Also es gäbe keinen Grund, dass er es jetzt anders denken sollte, right? Was? Naja, also wir haben es jetzt immer so gehandelt, dass wenn ein Wort von der Runde davor übrig geblieben ist, dass man danach dann das mit reinzählt. Okay, das haben wir jetzt immer so gemacht. Das heißt Bauernhof 1 und noch einmal Mensch. Right, ja. Da lass doch viel. Also keine Ahnung, das Einzige, was mir ins Bauernhof wirklich anspringt, ist Erde. Bock. Was springt dich an? Bock. Oh, Bock? Boah, Bauernhof ist schwer. Das sieht man am Bauernhof. Ein Spark, Bock. Danke dir. Aber was ist so ein männlicher. Männliche Ziege. Männliche Ziege. Oder findest männliche Schaf. Findest du, Erde ist weniger als Bock? Also wenn es nur Erde wäre, dann hätte er wahrscheinlich besser eher sowas genommen wie Boden oder Wiese, was halt wirklich eindeutig ist, dass es Erde ist. Das ist ehrlich krass, wenn man gecheckt hat, wie die Leute denken, dieses Game. Keine Ahnung, Bro, ey, wenn du denkst Bock, klick einfach. Ja, Bock ist dabei und müde. Ich hab die Verantwortung mal wieder genommen. Sehr gut. Wenn das jetzt schwarz gewesen wäre, offline, Sabaton beendet. Wäre egal. Ja. Jetzt haben wir noch einen Mensch. Mhm. Brille, Schuh, Mantel. Das ist Mühle, zu 100%. Also das, was er bei Bauernhof macht. Das Ding ist, Mike hat auch selber eine Brille. Glaubst du, der Nero, danke. Der ist schon so in seiner Wahrnehmung verzerrt, dass er der Meinung ist, dass eine Brille zu einem Mensch gehört einfach? Ich würde einfach mal Loch nehmen, einfach um zu gucken, ob es richtig ist. Boah, wenn das... Okay, dann kracht's. Bin bei dir. Jetzt wieder lass schwarz. Einfach probieren. Wir probieren's. Du musst klicken, ich trau mich nicht. Okay, war aber nix. Dann, also, das ist aber Glück im Unglück. Das ist Glück, weil sonst jetzt wirklich die Kracht, wenn das richtig wäre. Wenn ihr jetzt reinscheißt, können wir das noch vielleicht irgendwie holen. Auf jeden Fall. Digga, okay.
Okay, warte mal, wir haben doch gesagt, es sollen Wörter sein, die es im Duden gibt, oder? Kennst du nicht den Sternozean? Google mal. Okay, ich google. Google. Okay, krass. Ich sag nichts. Okay. Ja, aber es gibt hier einen Duden. Ich will jetzt nicht der Geil sein, aber. Ja, das ist schon kritisch eigentlich. Das ist schon so ein freches Wort auf jeden Fall. Es erlaubt aber steht ins Internet. Okay, ich gibt's. Ja, aber im Internet gibt's ja viele, ne? Erkläre mir, warum du Loch Ness angekreuzt hast. Ist Loch Ness nicht im Wasser? Ja. Also für mich, oder gibt's noch was anderes mit Wasser? Ich habe nicht geguckt sonst. Gerade. Ach so, das reicht dir schon. Es gibt leider, also eben, es gibt einmal Stern, einmal Ozean. Guck sie, also ich hätte auch, für mich ist Loch Ness einfach nur Wasser, straight Wasser. Loch Ness ist für mich, ja gut. Also ja klar, die wahrscheinlich geografische Herkunft, ne? Wahrscheinlich. Na, Schottland? Ja, genau, jetzt, aber. Und ich hätte jetzt halt voll an, wie heißt die, Nessie? Wie meinst du? Also die Schlange. Das musst du erklären, was du meinst. Na, das in Loch Ness lebt doch man, ist doch die Sage, dass halt dieses. Ja, ein Monster, oder nicht? Ja, und ich hätte gesagt, dass die Nessie heißt. Das wusste ich alles nicht. Aber wohnt Nessie im Wasser? Ja, genau. Achso, okay. Ja, im Ozean, entweder Erde oder aber. Ich finde halt Erde natürlich auch noch ganz gut, aber Funken auf jeden Fall, da bin ich bei dir. Ja. Ah, Wal, nee, ich hab den Wal. Oh Gott, sorry. What the fuck? Ich hab's nicht gesehen. Der Wal ist es dann. Heilige Scheiße, sorry. Ist doch ein Wal oder nicht? Und lass uns den Wal nehmen. Es tut mir leid, dass ich doch Ness gegangen bin. Okay. Ja, also Funken, mach du Funken. Ich nehme den Wal auf meine Kappe dann, aber ihm muss Wasser sein. Sehr gut. Ja, sorry, ey. Ich hab nur Loch Ness als Wasserlebewesen gesehen. Wollen wir noch einen Klicker machen? Jetzt könnte man halt, ne? Ja, lass nicht riskieren. Wer war funny? Ich will zocken, wir müssen Casino machen. Drück du. Jeder nimmt immer einen weg. Mach jetzt einen Schläger Retalk, mach einfach wirklich. Ich mach Mantel weg, was machst du weg? Drück wirklich einfach. Ja, okay. Junge, Stegi, du fuckst mich so ab. Ey, Stegi, vielen Dank. Hey, wir machen immer Casino! Stegi, Bro, geil. Danke dir, Mike. Jetzt gib uns einen sogenannten, Vierer-Kaktus. Da bin ich langweilig. Also, Poco, wir wissen noch ein Menschwort, ein Bauernhofwort. Oder mit Mensch hat Mike uns die Hölle angetan. Ja, aber Mike ist so am Kochen gerade, das... Mehltransporter! Ist okay. At this point ist Mike über sich hinausgewachsen. Aber das Problem ist, Mike weiß halt, dass das nächste Runde vorbei ist. Und er gibt uns nur ein Wort mit drei Hinweisen. Das ja, komm, okay. Ich krieg jetzt Mühle an. Ja, Mühle muss, das war sehr stark. War auch das Erste, was ich mir gedacht habe. So, okay. Will er uns auf die Fährte noch von einem Auto lenken jetzt? Das kann ich mir vorstellen. Weißt du, hätte er Mehlfahrer genommen oder irgendwas? Oder Mehl, I don't know. Warum macht der Transporter? Gas. Gott, Bro, Gas. Im Auto hast du ein Gaspedal. Ja, du hast ein Gaspedal. Und in erster Linie hast du auch eine Tür für deinen Transporter. Ja, könnte auch sein. Jetzt kommen wir halt ein bisschen in die Bredouille, weil wir haben nur drei. Aber warum Transporterfahrer? Ich glaube, ja, dass er vorher bei... Ich glaube, das letzte Mensch muss sein. Und das muss Schuh oder Brille sein. Er muss auch, aber bei Bauernhof muss er Erde gemeint haben, oder nicht? Schau, das Ding ist, er gibt uns auf jeden Fall beim Mehltransporterfahrer drei. Na? Das heißt, aus dem Wort sind es wahrscheinlich drei. Also ich hoffe, dass er so denkt, I don't know. Andererseits, wenn er so denkt, dass Mehltransporterfahrer drei ist, dann hast du recht, dass er bei Bauernhof auch zwei Wörter meinte. Ja, mit Transporter muss er auch auf ein Auto verweisen. Ja, also deswegen würde ich versuchen, Gas einzuloggen, weil Tür macht keinen Sinn, wenn er den Fahrer... Warum erwähnt er den Fahrer bei einer Tür? Ja gut, okay, der macht die Tür auf. Weiß nicht, meine Assoziation geht da nicht zur Tür irgendwie. Also ich sag, Gas und Tür haben beide genau denselben Anspruch, darauf richtig zu sein. Fair. Wenn du willst, dann lock mir zuerst Gas ein. Nee, ich weiß nicht. Ich will nichts. Ich klicke auf Gas, du klickst auf Tür. Gleichzeitig? Und welcher Klick zuerst? Also falls eins falsch ist, dann sind wir halt gefickt. Okay, zähl runter. 3, 2, 1, go. Okay, Gas war richtig. Tür war ein Dings-Item. Also wenn ihr das... Ja gut, okay. Jetzt ist Dennis, danke dir. Oh, Mantel, okay. Das ist der Mantel.
Ja, habe ich aus. Ja, sehr Junge, shit. Wenn du wüsstest, wie ich geschrien habe, Alter, ich krank. Die Brille, Paul, was gewesen Loch Paul, Ness. Paul, ich muss ganz Loch kurz sagen, Ness. Paul. Loch Ness! Ich bin halt gestorben, Paul. Du hattest am Anfang, du hattest 100% Trefferrate. Wir hätten gewonnen schon. Und Rätsmann hat einfach die Blutgrätsche gezogen. Alter. Und es war vorbei. Du hattest am Anfang legit, Paul, von den drei Worten alle drei richtig. Du hättest einfach genauso einloggen müssen. Alright. Ich will aber nochmal die Revanche. Ich gehe wirklich komplett ohne Win. Ich habe nicht eine einzige Runde gewonnen, egal mit wem ich gespielt habe. Nicht eine. Bro, ich gehe heute nicht glücklich ins Bett. Ja, dann machen wir die Revanche-Tage. Ja, müssen wir safe. Aber es ist geil. Es hat echt Bock gemacht.